Ihr kennt mich mit meiner Waffe. Wir haben hier mal eine Leihwaffe. Ich bin selbst mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Deshalb üben wir hier ein bisschen auf dem Stand. Es ist jetzt hier eine Anschütz 1782. Wir haben hier das klassische Kaliber 308 und der erste Schuss ist raus. Ich werde noch mal zwei hinterher setzen, um erstmal das Zielfernrohr einzuschießen, um dann im Nachgang das Wärmebild vor das Gerät flex zu schießen, damit heute Abend nichts schief geht und ich letztendlich weiß, was ich mache. 30. September. Na, schauen wir mal. Hat mich schon mal überzeugt. Fremde Waffe, ihr wisst, das ist immer so ein heikles Thema, aber eigentlich brauchen wir da nicht an rumschrauben, oder Robin, was meinst du? Ich würde sagen, die schießt. Die schießt. Okay, also Glas ist eingeschossen. Jetzt schauen wir mal, was das neue Gerät so kann. Thunder 3.0. Führt hier einen Bajonett-Klemmadapter von Präzise Jagen verwendet. Thunder 3 ist montiert. Jetzt werde ich für unsere Jagd heute Abend Waffe auf 100 Fleck einschießen. Wir haben eine Freigabe bis 100 Meter Saun. Und fürs Video machen wir uns das vor. Oder ihr kennt mich, ich bin natürlich eher der Typ, der rangeht an die Sache. Also ich möchte die Saun, wenn es nach mir geht, natürlich lieber 50 Minus haben. Also insofern ist Fleck für mich jetzt die Option. Und jetzt werden wir gleich mal schauen, wie gut das Gerät schon vorkalibriert ist. Schuss, wir schauen mal. Ein Tick nach links kann ruhig noch, wa? Ja. Wahrscheinlich mit 1. Vielleicht, wenn man den als Ausreißer, die beiden als Referenz, würde ich sagen, wir machen einen Klick nach links rüber und gehen 5 runter. Geil, das kann man auf dem Handy alles sehen. Das ist mega. Okay. Der Steuerkreis passt. Beide Schüsse sind auf dem, beide Treffer sind auf dem Pad. Insofern mache ich wahrscheinlich einfach nur noch 2, um mich persönlich sicher zu fühlen. Aber so gehe ich heute Abend raus. Das glaubt man nicht. Wir sind im Revier, fahren die Straße entlang und sehen rechts direkt vor uns Sauen an den Eichen stehen und brechen. Und das hat keine 2 Minuten gedauert. Zack, angehalten. Robin ist raus, hatte sein Gewehr griffbereit, alles klar gemacht und dann ging es alles ganz schnell. Weil die Sauen, oder besser gesagt die Rotte, sich wirklich nicht wegbewegt hat. Die hat sich überhaupt nicht stören lassen von uns und dem Auto, was da kurz vor ihnen getuckert hat. Aber sowas ist nicht überall möglich. Aber hier, Halleluja und Waldmannsheil. Was für ein Anfang, was für ein Start in die zweite Nacht. Natürlich werden immer alle Möglichkeiten genutzt, um etwas höher zu stehen oder die
Umgebung abzuglasen. Dafür ist hier in dem Fall der Hochsitz ganz praktisch. Das mache ich immer, egal ob ich da nun hoch will oder nicht. Und man sieht's, die Sauen sind unterwegs. Wir haben hier eine recht starke, da kommt gleich noch eine zweite hinterher. Die stecken da unten im Schilf oder an dem See und rennen jetzt quasi die kurze Strecke in Vollspeed über die Fläche in den restlichen Mais, der da noch steht. Da fangen wir jetzt gar nicht an, irgendwie die Waffe hochzunehmen, denn das macht wirklich keinen Sinn. Zumal, wenn die wirklich nicht gut getroffen im Mais abgehen. Wir wissen, was da passiert. Deshalb entspannt weiter, denn hier steht wirklich genug Wild. Immer wieder mal so eine Möglichkeit, teilweise nur so eine halbe Möglichkeit, denn ihr seht, man ist aufgebaut, schussfertig. Ja, bevor man so richtig angesprochen hat, sind sie dann auch schon wieder im Mais verschwunden. Ganz klar, sind natürlich nicht nur Sauen immer wir. Insofern ist es generell schön, draußen zu sein, zu pirschen und sich den Wind um die Ohren sausen zu lassen. Wir sind ausgestiegen, um eigentlich runter zum See nochmal zu gehen und zu schauen, ob da was passiert, ob sich da irgendwelche Sauen stecken. Und einmal kommt hier rechts so ein Krokodil durchs hohe Gras. Ich finde es immer faszinierend. Das sieht wirklich aus wie so ein, ja, wie so ein Hai oder ein Krokodil halt, was sich da so durch diese schwebenden Wellen vom Gras bewegt und zack, mit einmal was weg. Und da war es halt nicht nur eine Sau, sondern eben drei, die nicht in die Mais wollten, sondern zu den Eichen, die da standen. Und einmal, so wie sie da gestanden haben, waren sie weg. Ich bin da schauen gegangen und habe festgestellt, dass dort ein kleiner Abhang von ungefähr 2 Metern vor mir liegt, also eine Senke. Und da unten haben die gestanden und in aller Seelenruhe die Eicheln schnabuliert. Deshalb schnell eingerichtet, scharf gestellt und ready. Wichtig ist, selbst wenn die Sau ungefähr 10, 15 Meter vor einem ist, niemals unruhig werden. Wenn der Wind passt und ihr nicht wirklich irgendwelche hektischen Bewegungen macht und wisst, wo und wie ihr euer Werkzeug zu handeln habt, kriegen euch die Sauen nicht mit. Ihr seht's, vollflächig ausgefüllt und diesmal in grün die ganze Szenerie, denn im Thunder 3 ist ein grüner Kanal dabei. Ich habe es mir gewünscht,
Sie haben es gemacht und ich liebe ihn. Und egal, wie erfahren ihr seid, wenn der Schuss gebrochen ist und die Sau liegt, fällt mir zumindest immer ein Stein von Herzen und die Anspannung ab. Huh. Hab dann Robin ein Zeichen gegeben. Der ist auch gleich dazugekommen. Wir haben geschaut, ob alles passte. Dem war so. Frischlinge und Überläufer waren freigegeben. Das hier war eine Überläuferwache. Zum Bruch zu kommen, ist er? Mhm. Ja, das sieht gut aus. Huh. Ich muss sagen, es gibt wenige Momente, wo ich Herzklopfen kriege. Aber das war einer von genau diesen Adrenalinkicks, die Pirsch für mich so faszinierend machen. Wir haben drei Überläufer gesehen, wie sie durchs Gras gezogen sind. Sie sind sich dann hier an den Eicheln Genüge getan und sind so ein Stück weit runter. Wir haben sie von oben nicht mehr gesehen. Ich bin die Sache angegangen und zack, oben auf der Kante, 2 Meter unter mir, haben sie gestanden. Ihr habt gesehen, Bildschirm füllend, die Sau, die Überläuferbache. Schön mit Geduld gearbeitet, gewartet, bis sie bereit stand. Ihr habt gesehen, der perfekte Schuss im Gegensatz zu gestern. Aber ihr seht es, nicht nur Mais stehen sie heute, sondern unter den Eichen. Denn da fallen die langsam runter. Ihr seht es, die Hand ist voll mit genau dem, was sie sich holen. Also schaut unter den Eichen nach. Aktuell stehen sie genau da. Ich freue mich, dass das hier der krönende Abschluss unserer Pirschtour war. Bin sprachlos. Eine gute Pirsch steht und fällt nicht nur mit der Vorbereitung und der Nacharbeit, sondern auch mit dem Teamwork. In dem Sinne, danke nochmal Robin, dass du mich hier geführt hast. 2 Sauen haben wir auf die Seite legen können. 3 sogar. 3. Genau, ja. Du hast heute auch noch eine mitgenommen und ich bedanke mich echt. Wie war es für dich, Großer?
Hat echt Spaß gemacht. Zwei spannende Nächte. Ich denke, wir hatten einiges an Wild in Anblick und konnten munter Geräte testen. Dazu erfahrt ihr ja noch mehr. Aber es war einfach eine spannende Pirsch, gerade jetzt das Ende auf gut 10 Meter ran an die Sau. Also das ist schon wirklich die Krönung. Das war eine Punktlandung. Das war perfekt. Das hätte sie laufen können. Genau, in dem Sinne, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Und, muss ich sagen, diese, ich sag's mal, Brottasche, ich fange an, die zu lieben. Denn, nicht nur gut für das Wärmebild vor das Gerät, sondern, wenn alles gut läuft, ein schöner, leckerer Red Bull. Um 2 Uhr morgens, Leute, ihr wisst nicht, was euch entgeht. Alles dabei. Wir sind raus. Ciao. Warte mal, zwei.